Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DC Universe Online. Jo, ich habe ja gesagt, die Woche werde ich einen neuen Charakter erstellen. Und dann gehe ich erstmal hier auf Erstellen. Mein großer Triumph war zum Greifen. Das kennen wir ja schon. Die letzte Schlacht. Ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Das kannte man auch schon. Ziele identifiziert. Wähle Geschlecht und Körperbau. Mit der Escape-Taste, wenn man die länger drückt, kann man die Videos überspringen. So, ich wollte jetzt das Gegenteil nehmen von dem, was ich spiele. Ich spiele einen Schurken, der fliegen kann. Nahkampf mit Natur. Also, war männlich. Ich nehme jetzt weiblich. Bleiben wir hier bei mittelgroß, oder? Ja. Wähle einen Exobyte-Download-Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mithilfe von Daten eines Erdhelden oder Schurken. So, ich hatte gesagt, ich wollte im Vorgefertigte nehmen. Ich gehe jetzt auf Inspiration. Modell anhand von verfügbaren Daten existierender Helden und Schurken. Also, das erste, wo ich drauf schaue, ist hier Held. Ich brauche einen Schurken. Held. Catwoman ist eine Schurkin. Allerdings hat sie die Kampfkunst, die habe ich auch schon. Deswegen werde ich die nicht nehmen. Er ist Lex Luthor, ist ein Schurke. Der hat Geräte, okay, die habe ich nicht. Controller habe ich auch nicht, aber der fliegen. Der kann fliegen. Das habe ich bei den einen auch gehabt, deswegen werde ich das auch nicht nehmen. Der Joker. Schurke, Geräte, Controller. Akrobatik und Beidhändig-Pistole. Gut, ich denke mal, ich nehme den Schurken. Den Joker als Schurke. Oder als Schurken. Sieht auch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich schaue trotzdem nochmal weiter. Vielleicht gibt es ja noch einen. Flash ist ein Held. Wonder Woman ist auch eine Heldin. Deathstroke ist ein Schurke, Gerätkontrolle, Akrobatik, einhändig. Der hat eine Nahkampfwaffe. Ja, okay, ich wollte ja jetzt eine Fernkampfwaffe nehmen, weil ich habe ja schon Kampfkunst, ist ja auch Nahkampf. Schurke, Gerätekontrolle, Akrobatik, Faustkampf, nee. Schurke, Zauberei, Heilung. Ist ein Heiler? Fliegen, okay, der hat Fliegen. Fliegen brauche ich nicht. Aber schon. Held, Natur, Heiler, okay. Schurke, Eis, Verteidigung, Akrobatik, Gewehr. Den könnte ich auch nehmen. Green Lantern ist ein Held. Steel, auch ein Held. Ist auch ein Held. Ach, und die gehen nicht. Die muss man sich erst freikaufen. Na gut. Nein, danke. Also, jetzt suche ich mir aus, entweder Mr. Freeze. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. Also, ich weiß, bin jetzt am Überlegen, ob ich Mr. Freeze oder Mrs. Freeze oder den Joker nehme. Joker sieht zwar auch cool aus. Der hat zwei Pistolen. Und Mr. Freeze hat ein Gewehr. Ich nehme Mr. Freeze. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Download erfolgreich. Cool Girl, gibt's das schon? Fehler. Gibt's schon, Mist. Na gut, der heißt jetzt Red Dog.
Oh ne, warte mal. Ist ja schon. Ja doch. Red Dog Stefan. Aber ich spiele ja eine Frau. Kann doch nicht Stefan heißen. Red Doggy. Okay, Red Doggy. Die Erde. Ob das gleich ist? Das Zentrum des Multiversums. Alles wird Brainiac gehören. Ich plane keine Invasion, vielmehr eine Assimilierung. Ich habe wichtige Knotenpunkte im riesigen Nexus des Wissens der Erde identifiziert. Ist das gleiche. So, dann nehme ich mal meinen Controller in der Hand. Packe jetzt ein bisschen zur Seite. Sehr schön. Sieht aus, als hättest du überlebt. Ich heiße Calculator und mein Auftrag ist es, dich von diesem Schiff zu bringen. Suche als erstes nach einer Tür oder etwas ähnlichem. Fehlfunktion der Umwandlungskammer. Heftig. Oh oh, das Schiff weiß, dass du wach bist. Bist du bereit, dich herauszukämpfen? Vorsicht, die Aktivität auf dem Netzwerk des Schiffs zeigt, dass sie sich hinter dieser Tür versammeln. Ich will die auch noch kaputt machen. Jetzt aber schnell hier. Dank, dank. Und laufen wir weiter. Es wird sich mit einer Rolle schlägt er. Dann schießt er. So. Alle kaputt machen hier erstmal. So. Sache, Verstärkung. Ich patrouilliere Richtung Gefangenenbucht. Aufladung, Überladung, Rums. Systeme beschädigt. Da macht man ganz schön wenig Schaden aus Gewehr. Wir haben was drauf. Holen wir dich erstmal aus diesen Gängen. Transportröhren verlaufen kreuz und quer durch das gesamte Schiff. Suche eine direkt über dir. Über sie kommst du da raus. So, einmal Akrobatik eingeschaltet. Alle Einheiten! Das Objekt befindet sich nicht länger in den Hauptkorridoren. Durchsucht das Schiff! Das ging ja später. Oh, machen wir erstmal hier weiter.
Oh, da war eine Rüstung drinnen. Hier kriegt man schon die erste Rüstung. Patrouille in diesem... Das Schiff sucht nach dir. Noch sind wir nicht draußen. Sehen wir uns gleich erstmal die Rüstung an. Vorwärts. Mach dich bereit. Gleich in den Mehr Kampf Sicherheitskräfte reingehen. Sind auf dem Weg zu dir. Inventar. Ach, da war's doch. Nein. So. Also Fernkampfwaffen sind irgendwie scheiße. Die machen ja gar keinen Schaden. Guck mal, auf Nahkampf gehen so schnell kaputt. Und Fernkampf brauchst du voll lange für. Keine gelbe Truhe da. Bewegung in den Korridoren geortet. Menschen auf! Vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk. Geh hin und benutze die Transportröhre. So. Da ist was Gelbes. Schuhe habe ich dadurch gekriegt. Okay. Oh. Ist das Spider-Man? Lol. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Alle Einheiten in Position gehen. Mensch festhalten. So, jetzt gehen wir nochmal auf Inventar. Ziehen uns die Schuhe an. Nehmen wir den dazu. Und die beiden Sachen sind zum Verkaufen. Okay, weiter geht's. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Mach dich bereit. Mehr Sicherheitskräfte sind auf dem Weg zu dir. Weiter geht's. Let's go. Wow, meine Messungen zeigen eine komplette Invasionsarmee an. Wir müssen das Schiff zerstören. Ich hänge an der Decke fest. Lol. Achtung! Menschliche Aktivität in der Nähe entdeckt! Ich finde das Springen aber so cool bei denen. Ach ja, eins. Oder noch einer. Auch schon kaputt ist.
Zielkoordinaten übertragen. Status kritisch. Beginne Kampf. Greife Feind an. Ziel in Sicht. Protokoll Alpha eingeleitet. Systeme versagen. Greife Feind an. Schaden erlitten. Puh. Cool. Beginne Kampf. Ganz schön viel Schaden eigentlich auch gerade. Zielkoordinaten übertragen. Geringer Schaden. Level up. Yeah. Hier mit dem Gewehr kannst du die Sachen auch nicht zerstören. Muss mal in den Nahkampf gehen. Na gut. Der Schaden auf diesem Schiff erhöht sich ständig. Flüchtling unverzüglich vernichten. Festhalten. Dann gehen wir mal schnell weiter hier. Die Hauptkanone des Schiffs liegt direkt vor dir. Wenn du sie zerstören kannst, setzt der Rückstoß die Schilde des Schiffs außer Gefecht. Dann können wir an Bord kommen und dich da rausholen. Lass den Häftling nicht in den Hauptwaffenkontrollraum. Schäden an den Energiekopplungen werden das Schiff destabilisieren. Sei nicht töricht, Mensch! Du kannst die Umwandlung nicht stoppen. Du bist drin. Zerstöre, was auch immer die Waffe mit dem Schiff verbindet. Kopplung zerstört. Stabilität bei 75%. Stabilität jetzt bei 50%. Häftling aufhalten. Es ist nur noch eine Kopplung übrig. Enttäusche Brainiac nicht. Zu spät. Du hast es geschafft. Die Waffe. Sie stürzt in Brainiacs Flaschenkraftfelder da unten. Du wirst dich unterwerfen. Nur fliegen ist schön. Ich kann nicht fliegen. Thank you.
Nein! Dieser ist gescheitert! Herunterfahren! Lex, die Schilde sind unten. Du hast freie Hand. Törichter Mensch, du hast dein eigenes Schicksal besiegelt. Du wirst mit dem Schiff untergehen. Erbärmliche Maschine. Du, hilf mir, Brainiacs Futter abzuwehren, während Calculator sich mit einem der Teleporter des Schiffs verbindet. Kommandosystem des Schiffs. Sammlerschiff 7-0 kompromittiert. Sende meine übrigen Truppen zur Erde. Das Schiff wurde kompromittiert. Alle Einheiten müssen evakuieren. Du hast dich wacker geschlagen. Besser als diese inkompetenten sogenannten Helden da draußen. Geh in die Stadt. Von hier an übernehme ich. Geschafft. Lex wird den Rest lahmlegen. Brainiac, ein typischer Kontrollfreak, gegen den ist Batman ein neurotischer Waisenknabe. Gott sei Dank hat Zukunfts-Lex die Erde mit diesen gestohlenen Kräften verstrahlt. So können wir der Welt nun einheizen! Was wäre eine Apokalypse ohne etwas Geschrei? Batman wird sein Ende nicht einmal mitbekommen. Und Brainiac? Den mache ich fertig! Auf Joker-Art! Dieser Abspann war, glaube ich, gerade ein bisschen anders wie bei Wonder Woman. Also bei meinem anderen Charakter, der hat ja Wonder Woman als Inspiration. Du warst fähig genug, aus Brainiacs Schiff zu entkommen. Gut. Willkommen im Schankraum, einem der vielen Nachtclubs in Gotham und Metropolis, die als Unterschlupf für unseresgleichen dienen. Hier findest du alle möglichen Dinge. Beginnen wir damit, die Händler zu finden. Ja, das war jetzt erstmal der Start von ein Schurken, wenn ich die Inspiration von Joker habe. Da gibt es dann auch Inspiration von anderen Leuten. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Inspiration von den anderen Leuten ist. Bei den Guten ist es auf jeden Fall Batman, Superman und Wonder Woman. Und bei den Bösen war es Loser, Schurke. Loser, Joker und die andere Person weiß ich jetzt leider nicht mehr. Na gut. Okay. Ich werde mal sagen, ich mache hier Schluss. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Morgen gibt es den nächsten Teil. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Bye bye.